Welcome, everybody. My name is Philippa Sonsheimer, and I am a convener of the German Culture and Language Group of the BRLSI, the Bath Royal Literary and Scientific Institution. Today, we are going to be discussing in German a recent book called Schöner als überall by Christine Höhler. Our discussion will be led and chaired by Judy Spencer, who is a former lecturer in German, and she will now introduce the book. Judy and ich. Vielen Dank, Philippa, und herzlich willkommen allerseits. Darf ich davon ausgehen, dass alle das ganze Buch gelesen haben? Ich habe das Buch gelesen. Ja. Das Buch. Ja. Ja. Vor 6 Minuten habe ich das Buch zu Ende gelesen. Sehr brav, sehr brav. Und niemand möchte gestehen, nur die ersten Kapitel gelesen zu haben. Na, ich leider. Es tut mir leid, mein Exemplar ist erst vorgestern angekommen von Mr. Bees. Also ja, ja, bin ein bisschen hinter Plan. Ja, okay. Gut zu wissen, Lisa, aber es macht nichts. Ich weiß nicht, ob ich dies. Ja, doch, ich habe diese Frage gestellt. Ich hatte viele Fragen, aber ich wollte auch wissen, habt ihr auch Fragen, wenn ihr das Buch lest? Ja, Philippe? Am Ende vielleicht werde ich Fragen stellen. Aber noch nicht. Okay, gut, gut. Ich habe später eine Frage an dich, aber das kann ich für aufbewahren. Die anderen? Keine Fragen? Nein? Nein, keine Gedanken zu dem Buch. Edith? Darf ich etwas sagen? Na, natürlich. Ich habe gedacht, dass das Hauptthema ein Mangel an Vorstellungskraft ist. Und vielleicht, Martin fehlt an Selbstvertrauen und seine Beziehungen zu Noah und Mugo, ist das ja, scheitern, weil ihn an Vorstellungskraft fehlt. Er versteht sich selbst nicht und er versteht Mugo nicht und auch Noah. Und das ist so gefährlich, weil er hat einen Wutanspruch, ist das das Wort? Ausbruch. Ja. Er ist gefährlich. Habe ich nicht verstanden. David. Habe ich nicht verstanden, was war das? Ich habe nicht gehört. Dass Martin keine Vorstellungskraft hat, dass er seine Freundin Mugo und seinen Freund Noah nicht versteht. Und am Ende, Edith, was hast du gesagt? Er versteht sich selber nicht? Nicht. Ja, auch nicht. Und er ist gefährlich. Weil, Oh, das ist sehr interessant, Edith, ja. Viele meine Frage. Ja. Oh, so viele Fragen. Sehr gut. Ich denke, dass am Ende des Buches Martin hat ein ziemlich gutes Verständnis, vielleicht von sich selbst und vielleicht von anderen Leuten, aber vielleicht kommen wir später zum Ende des Buches. Wir fangen immer am Ende an. Ja. David, du wolltest etwas sagen. Ich wollte wissen, warum du das Buch gewählt hast. Schwer zu sagen, also ich bekomme einen Spiegel-Newsletter über neuen Erscheinungen und das sich sehr, verheißungsvoll an, gute Rezensionen und so weiter. Und wir suchen immer etwas Modernes. Das heißt im Moment etwas Modernes. Und deshalb haben wir das gewählt. Daniel, du wolltest etwas sagen oder nicht?
Du bist auf Mute. Nein? Nein. Mhm. Nein? Andere Kommentar? Ja, Helen, Phil, etwas sagen. Schon, also eine Frage. Also falls du diese Information hast, Judy. Also wie alt ist die Schriftstellerin oder hast du überhaupt Informationen? 29. Oh. 29, sehr jung, relativ jung. Ich habe das irgendwo geschrieben, aber total vergessen. Born aufgewachsen und hat in Dresden studiert, falls das relevant ist. Ja, ja, okay, also Edith, ich glaube, du hast etwas sehr Wichtiges mit Vorstellungskraft angesprochen. Vielleicht wird das beim Gespräch herauskommen. Also, Lisa bekommt die erste Frage, weil Lisa nur vielleicht das erste Kapitel gelesen hat. Und ich habe gefragt, was für eine Beziehung gibt es zwischen Martin und Noah? Vielleicht auch nur, wenn du so weit gekommen bist. Okay, bin ich da? Ja. Hört man mich? Ja. Okay. Ja. Was für eine Beziehung haben Sie? Also, der Martin, der folgt dem Noah immer nach. Ne? Der ist ziemlich beeindruckt von ihm, weil er diese Rolle in dem Film gehabt hat. Und der folgt ihm nach. Was mehr kann ich sagen? Der ist ziemlich beeindruckt von ihm. Das gibt es noch mehr? Ja, was meinen die anderen? Also Alan P. Also nur von dem ersten Kapitel, wenn man daran denkt, was man dort liest. Also man sieht schon, dass er praktisch ein Mitläufer ist. Also er macht bei allem mit. Also erst später erfährt man etwas mehr. Für Lisa vielleicht. Das ist keine neue Freundschaft, sondern eine langjährige Freundschaft eigentlich. Also Mitläufer, es wäre schon möglich, das als Urteil zu geben. Aber bis zum Ende des Buches würde man vielleicht die Meinung ändern. Mhm. Ja. Ja, ich dachte zuerst, der Martin ist von Noah abhängig, aber vielleicht ist es auch andersrum. Ich habe vergessen genau wo, aber vielleicht schon im ersten Kapitel, der Noah sagt, ich brauche dich. Sue, möchtest du etwas sagen? Ich glaube nicht. Das war nur ein Gespräch zwischen Alan und Sue, denke ich, Judy. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Zum Geschehen eine Frage, auch für das erste Kapitel. Und das ist ganz klar, hoffentlich für alle. Warum haben Sie Hals über Kopf München verlassen? Weil Noah den Speer abgebrochen hat. Mhm. Ja. Und der Statue am Königsplatz in München. Ja. Ja, so das und er war besorgt, dass möglicherweise man ihn wie heißt das? Arretieren? Nein, das heißt nicht so. Könnte. Die Polizei können sie jagen. So, sie haben einen Transporter genommen und haben geflüchtet. Mhm. Nach der Stadt, woher sie alle beide kommen. Ja. Mhm. Und früher habe ich einen Fehler gesagt, sie ist 24 Jahre alt, habe ich gesagt. Aha, danke. Ja, ja. Aber die Heimatstadt ist 600 Kilometer entfernt. Ja, muss im Rheingebiet, Ruhrgebiet sein oder irgendwas. Das weiß nicht. Ja. Vielleicht etwas südlicher, ich bin auch nicht sicher. Nein. Ja,
Also, es steht nicht im Buch, wo es ist. Es steht nicht im Buch, nein. Nein, nicht genau. Warum hätte man den Speer nicht in dem Wald in München oder in irgendeinem Park in München? Well, das fragt auch Philippa. Martin fragt das auch. Ja. Aber ich glaube, dass Noah nach Hause kommen wollte. Ja. Ja, vielleicht ist das ein guter Grund. Philippa? Ich finde, dass dieser Noah hat einen Ruf zu behalten. Ja. Und er will nicht, dass den Speer von den Polizei entdeckt wird, weil alle diese Filmleute, sie alle folgen ihm und sie sind zu ihm sehr wichtig. Mhm. Also er muss weit weg fahren, ja, in diesem Ding. ja. Ich glaube, du hast recht. Und ich glaube, unbewusst will er wirklich nach Hause. Du hast es gesagt, glaube ich. Oder ja, ich weiß nicht mehr. Ich habe auch die Frage gestellt, und das kommt eigentlich später. Ich habe über Angst und Wut gesprochen. Ist euch aufgefallen, wie oft diese Wörter im Buch vorkommen? Ganz oft. Ganz, ja? Oft. Ganz oft. Edith, du nickst auch, ja? Ja, aber Martin versteht die Wut der anderen nicht, denke ich. Warum nicht? Er hat Mücke verlassen. Mhm. Und auf Seite, ich habe Notizen, auf Seite 69 hat Mugo gesagt, du verpisst dich mit ihm, Noah, nach München. Ja, aber Martin, er war immer im Schatten, der Noah, kann man sagen. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, später, an Seite 113, Mugo sagt, du läufst ihm immer noch hinterher wie ein kleiner Hund. Ja, stimmt. Ja. Sie hat so viele Wut. Ja. Und dann auch Martin im See. Er will nur umbringen. Ja. Ja. Du machst hier einen großen Sprung. Lisa, du hast es nicht gelesen. Es wird spannend, ja. 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 Möchte noch jemand etwas zum Thema Wut oder Angst sagen? Was habe ich nicht gehört? Zum Thema Wut oder Angst. Mugo hat viel Wut. Mhm. Warum? Teenagerin, ich weiß nicht, was eine Teenagerin macht oder nicht. Ja. Und sie kommt von einer ganz armen Familie. Gut, ja. Und möglicherweise hat sie Wut teilweise aus Eifersucht. Mhm, ja. Sie will alles ändern. Und, ja. Martin kriegt diese Wut von ihr, weil er ganz gutgläubig und beeinflussbar ist. Ja, das stimmt. Er kriegt in Mugo auch so, ja. Mhm. Er kriegt alle seine Ideen. Er glaubt an diese Ideen. Und, ja, okay. Mhm. Danke. Ungefähr. Philippa wollte noch etwas sagen. Ja, ich wollte nur sagen, vielleicht ist Mugo der einzige Mensch im Buch,
der einen Grund für Wut hat, wegen der Armut. Ja. Aber sie sind beide und vielleicht alle wütend auf alles. Ich habe auch Notizen. Und 78, sie sind sogar wütend auf eine Eisenbahnkreuzung. Es ist alles. Auf das Dorf, auf die Eltern, auf alles. Mm. Ja, ja. Noch jemand, Alan P? Ich möchte nur die Frage stellen, ob Martin selbst Wut empfindet. Er zeigt keine Wut, er übernimmt die Wut von den anderen, also er macht mit. Gibt es Beispiele, wo er selbst wütend wird, also schon am Ende des Buches, so am See? Zusammen. Aber sonst, im Moment fällt mir kein anderes Beispiel ein. Ja, also ich denke, er hat viel Wut und bei fast jeder Gelegenheit. Ein Beispiel kann ich dir im Moment nicht geben. Mir ist aufgefallen, diese Wörter Wut und Angst kommen fast auf jeder Seite vor. Jeder Thema hat Wut oder Angst. Die beiden Emotionen sind liegen sehr nah aneinander, glaube ich. Ich stellte auch diese Frage, weil das ganz am Anfang klar wird. Noah will die Stadt verlassen, weil er Angst hat. Er hat Angst um seinen Ruf. Mhm. Und das kommt auch später vor. Ich glaube, nach der Grillparty bei seinen Eltern. Aber Angst, Wut, das sind immer wiederkehrende Leitmotive zu sagen in diesem Buch. Ja, Edith? Ja, aber Martin ist das Ich-Erzähler, der Ich-Erzähler. Ja. Und alles hat seine zwei Seiten. Und wir wissen nicht so viel von Noah. Und er ist auch gut, glaube ich, trusting, gut, glaube ich. Nein, das glaube ich nicht. Wir kennen ihn nur sehr oberflächlich, denke ich. Ich will immer im Mittelpunkt stehen. Aber was noch mit Noah? Eigensüchtig. Ja, stimmt. Exhibitionist. Ja, ich denke daran, an dieses Bild. Das Bild kommt sehr oft vor. Martin will ihn umbringen. Und er sagt nur, was war das? Ich glaube, der Noah hat keine Vorstellungskraft. Okay, machen wir diesen Sprung zum Ende des Buchs. Warum will Martin Noah umbringen? Weil er glaubte oder fürchtete, dass Noah sich, ertrinken wurde. Und das ist nicht geschehen. Er hat nur dort geschwommen. Schnorkelt eigentlich. Er suchte den Speer. Ohne Schnorkel, ja. Also das war sehr interessant. Ich glaube, es war ein Höhepunkt im Buch. Mhm. Noah fast ertrunken ist und fast umgebracht wurde. So ein Höhepunkt. Und das kam ziemlich überraschend vor, wie voll von Wut eigentlich der Martin war. Vielleicht ist das dann so ein Aufstieg der Gefühle. Zeigt sich dann in dieser Szene, wie viel Wut er eigentlich in sich hat. Ja. Das zeigt sich erst in dieser Szene. Ja. Dann nachher sind vielleicht die Ergebnisse dieser Szene und was er davon gelernt hat. Ich glaube, da kommt ein bisschen raus, also der Noah, finde ich, nutzt den Martin ja total aus und der Martin macht immer mit. Also
Noah hat die Idee, sie müssen da jetzt irgendwo hinfahren und Martin hilft ihm, weil er Angst hat. Er hat nicht einmal gescheit gepackt. Noah sagt, wir fahren jetzt nach Hause und sie fahren nach Hause. Und er wird da immer mitgeschleift. Er wird aber überhaupt nicht gefragt, wie es ihm geht. Und ich glaube, in dem See, wo Martin wirklich Angst um Noah hat, weil er denkt, er ertrinkt, wird ihm wieder klar, dass er überhaupt nicht, dass es überhaupt nicht auf Gegenseitigkeit bezieht. Er macht sich überhaupt keine Gedanken, wie es ihm damit geht. Und da bricht es aus ihm raus. Also der Martin läuft immer hinterher. Und auch mit der Mugo, er nimmt sie wortwörtlich und er merkt nicht, dass, oder erst zum Schluss merkt er, dass sie sich weiterentwickelt hat. Also er lebt in der Vergangenheit. Mugo. Erst ganz zum Schluss kann er sich von diesen alten, wie die Beziehungen vorher waren, lösen und einen Schritt weitergehen. Vorher ist er gefangen in dieser Beziehung und ja, oder seine Vorstellung, die er sich davon gemacht hat. Martin sieht, dass seine zwei Freunde keine weiße Westen haben. Keine weiße Westen? Keine weiße Westen. Sie haben turnende Füße. Ja, ich verstehe, ja. Ja. Philipp, ich will etwas sagen. Ja, für mich ist das wichtig, dass Martin immer Noah als total egozentrisch gesehen hat. Total. Er sagt oft, du denkst nur an sich selbst. Und das weiß er. Aber am Ende oder fast am Ende sieht er auch den Martin mit den Großeltern. Und da ist für Martin ein anderes Bild von Noah. Und für mich ist das der Hauptpunkt des Buches, dass Martin sieht, dass Noah und alle Leute eine große Mischung sind. Und das ist für mich sehr wichtig. Also Noah ist eine große Mischung, Mugo ist eine große Mischung. Er hat sie vorher als sehr klug gesehen. Er denkt, dass, weil sie wütend ist, immer wütend ist, dass sie auch klug ist. Und jetzt am Ende sieht er Mugo und alle Leute als eine Mischung. Es hat mit diesen Pixeln zu tun für mich. Ja, sehr gut. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Möchtest du noch etwas weiteres über die Pixel sagen? Ich? Ja. Oh ja, ja, es hat, oh, das kann ich nicht auf Deutsch sehen, aber es war sehr wichtig, dass beim Besuch das Haus für die der Großeltern hat er durch die Tür die Schwester gesehen. Und sie war am Herzen aus Pixeln. Und das war für mich ein bisschen so wie in der Bibel, aber das kann ich nicht auf Deutsch sagen, weil auf Englisch ist es in meinem Kopf. Also wir haben, for now we see through a glass darkly, then face to face, now I know in part, but then shall I know even as I am known. Und für mich, das ist das Buch. Es kommt auch ungefähr zu diesem Zeitpunkt, dass er auch wieder über die Puzzleteile spricht. Und ich denke, die Puzzleteile und die Pixel sind etwas Ähnliches. Und Puzzleteile, das war auch ein Bild von Mugo. Und sie sagte, die Welt besteht nur aus Puzzlen, man muss nur zusammenstellen. Die Mugo erfindet immer Regeln, aber am Ende ist sie selbst nicht so sicher und findet auch, dass die Regeln nicht stimmen und dass es viele Puzzle gibt. Also das ist alles ineinander geflochten und ja, wirklich interessant. Du wolltest auch etwas sagen, Entschuldigung. Ja, ich wollte sagen, für mich war
gab es zu viele Nostalgie am Ende des Lebens für so jüngere Leute. Ja, weil Noah eigentlich wollte immer weiterrennen. Vielleicht nicht. Ich weiß nicht, am Ende des Buches ist das wie eine Versöhnung zwischen, zwischen die beiden. Ich weiß nicht. Sie waren ein bisschen wie Liebhaber. Das stimmt. Es gibt eine Umarmung. Also, und sie sagen einander bis bald, nicht wahr? Bis bald, aber sie meinen, mach's gut. Ja, also es ist eine Art Tschüss. Aber er hat gesagt, ich liebe dich und ich liebe dich auch. Ja, das ist wirklich sehr lieb. Ja. Ja. Mit keinem sexuellen Inhalt, glaube ich. Nein. Das zwischen Martin und Noah. Nein, glaube ich auch nicht. Nein. Ja. Martin findet dann am Ende ganz eine ganze Stille. Ja. Hat er dann diese super. Stille in ihm dann immer gesucht während des Romans, ja. Und das konnte er erst vielleicht finden, als er Entdeckungen gemacht hat mit Noah und noch mit Mugo. Und das ist doch diese Puzzleteile gibt bei allen Leuten. Ja? Mhm. Und auch bei sich selbst. Und es ist vielleicht das Gegenteil von der Reise, von der Fahrt mit Noah am Anfang, wo sie laute Musik laute Musik zugehört haben. Aber am Ende braucht er die Musik nicht. Es gibt so diese Stille. Und er weiß jetzt, wer er ist. So eine Art Selbsterfindung eigentlich. Und das hat er dann so durch diese Reise dann gefunden. Ja, danke. Ich denke, Daniel wollte etwas sagen. Ja, zu dieser Beziehung zwischen Martin und Noah. Ich habe eine YouTube-Interview mit Christine Hörler gesehen. Oh. Und angeblich, es ist öfter gefragt, warum sie eine männliche Stimme als Erzähler gewählt hat. Und sogar manchmal haben die Leute gemeint, dass Martin eigentlich eine Frau ist. dass die Stimme eher weiblicher ist als männlicher. Und also ihre Antwort war sehr interessant, denke ich. Sie gibt ein bisschen zu, dass das stimmt, dass er nicht eine so typische männliche Teenager sein soll. Und Noah auch. Interessant, was du also, fragen. Es hat einige Seiten gedauert, bis ich das herausgefunden habe, dass dass der Erzähler, also doch kein Mädchen war. Ja, also für mich ist das glaubwürdig. Aber ich wollte die Männer fragen, ist das für euch auch glaubwürdig? Habt ihr auch 21 Jahren so gehandelt? Ich glaube, dass Männer ganz intime Verhältnisse haben können, ohne sexuellen Inhalt. Das glaube ich. Ja. Selbst habe ich das nicht erfahren, aber ich glaube das. aber ich sagen könnte. Weiß nicht. Philippa? Ja, sicher, aber ob sie so sprechen, das weiß ich nicht. Ob sie so sprechen. Interessant war auch die Jugendsprache, ja. Also viele Begriffe, die für uns nicht so geläufig sind, aber. Ja, also ich glaube, man hat das Buch mit Chic verglichen in dieser Hinsicht. Aber auf jeden Fall interessant. Pat, habe ich dich unterbrochen? Wolltest du noch etwas sagen? Ich glaube, ich war schon fertig, Judy. Ja, schon okay. Also diese Beziehungen, diese Charaktere, man könnte stundenlang darüber reden und auch schreiben, glaube ich. Aber eine andere Frage ist aufgekommen, die hatte ich auch gestellt. Und das geht um das erste Kapitel. Was fällt euch am Stil des Erzählers auf? Also wir haben das zum Teil beantwortet. Ja? Also ich glaube, wer hat
von dem Ich-Erzähler gesprochen. Ich weiß nicht mehr. Es ist ein Ich-Erzähler. Was noch? Das habe ich die Frage nicht verstanden. Ich weiß nicht. Ich höre nicht sehr gut. Ja, also was fällt dir am Stil des Romans auf? Stil. Sehr leicht gelesen, das Buch. Sehr leicht. Ist das eine Antwort? Ich weiß nicht, aber ja. Natürlich ist es eine Antwort. Ja. Sie schreibt, wie Martin denkt. Ja. Nicht weniger und nicht mehr als das. Ja. Ja. Julian, du wolltest etwas sagen? Ja, bitte. Leider habe ich nur die ersten und zweiten Kapitel gelesen, aber der Stil gefällt mir sehr. Mhm. Und ich wollte sagen, immer möchte ich herausfinden, am nächsten passiert. Mhm. Alex, und das hat viel mit dem Stil zu tun, glaube ich. Ja, gut, okay, noch etwas zum Stil. Ich glaube, es gibt mindestens zwei wichtige Punkte hier. Mindestens. Ja, ich finde diesen Stil ein bisschen unrealistisch, weil also Martin schon ältere sei als, was ist er, ein 20-Jähriger. Und als ob er sein Leben und die Ereignisse zurückblickt. Er ist zu jung, denke ich. Oh. Das ist eine gute Frage, wie alt er ist. Das ist eine Frage. Er hat eine sexuelle Verhältnis mit Muga gehabt. Und das war vor mindestens 2 Jahren. So und so weiter. Ja, ich weiß nicht. Wie alt ist er? Ja. Er ist 21 Jahre alt im Moment. Oh, steht im Buch. Okay. Ja. Philippa. Obwohl er 21 Jahre alt ist, hat er nicht vorher viel gemacht, habe ich gefunden. Außer Mugo. Er hatte die ganze Kindheit im Dorf verpasst und dann ist er nach München gefahren, um etwas zu studieren. Aber er hatte nicht davon gemacht. Und er ist so wie, für mich ist er ein bisschen unschuldig. Ja. 21, aber unschuldig, hat nichts erlebt. Ja, einiges erlebt, aber was hat er daraus gelernt? Übrigens, er war 2-mal im Jahr auf Lanzarote. Oh, und er hat dafür gearbeitet. Das und die Käsetheke bei Edeka. Also ich will darauf zurückkommen, was Daniel gesagt hat. Also diese Idee, dass einige Leser Martin für etwas weiblich halten. Das kann ich nicht verstehen, aber ich würde das anders interpretieren. Und zwar, er war offensichtlich ein nachdenklicher Jugendlicher, ein sensibler Junge. Mhm. Wenn man überlegt, es gibt eine Szene, also wird natürlich später erzählt, wo die beiden, Noah und Martin, sie lagen auf dem Gras und streckten die Arme und Beine hoch gegen den Himmel. Und machten so, als ob sie die Schwerkraft empfinden konnten. Und diese Sensibilität steckt sehr in Martin drin. Und in dem Sinne, als Antwort auf das letzte Gespräch, er muss nicht viel gemacht haben. Er erlebt so viel in seinem eigenen Kopf. Er hat eine Reaktion drauf. Aber das mit den gestreckten Beinen und Armen. Das war, als sie Kinder waren. Ist das nicht richtig? Ja. Ja, im Garten der Großeltern, glaube ich. Ja. Es gibt überhaupt sehr viele Kindheitserinnerungen an diese Freundschaft. Also mir ist aufgefallen, dass sie mit den Kaulquappen in den Putzen gespielt haben.
Ich habe nie Kaulquappen im Pfützen gesehen. Ich weiß nicht, ihr das kennt. Und sie haben auch Himmel und Hölle gespielt. Das war ein neues Wort für mich. Und beim Stammtisch haben wir vor ein paar Wochen darüber gefragt, was heißt Hopscotch auf Deutsch? Ja. Jetzt wissen wir das. Himmel und Hölle. Ja. Es gibt zwei Sachen. Niemand hat sie erwähnt jetzt. Fast das ganze Buch wird in Präsens geschrieben. Ja. Er benutzt die Vergangenheit, das heißt das Perfekt meistens, wenn er etwas vom vorigen Abend erzählen will oder von der Kindheit. Aber eigentlich das ganze Buch in Präsens, das vielleicht auch ein bisschen störend sein könnte. Und dann natürlich habt ihr das bemerkt. Es gibt keine Gänsefüßchen. Versteht ihr Gänsefüßchen? Ja. Keine. Ja, eine. Keine Gänsefüßchen. Aber das ist keine indirekte Rede. Ja. Wird nur, also die Sprache der anderen wird nur von Martin wiedergegeben. Also das ganze Buch, wie Philippe schon sagen würde, ist ein Bewusstseinsstrom. Oder ein Monolog, ja. Und deshalb denke ich, ich stimme allen zu, der Martin hat viel Sensibilität. Das passiert alles in seinem Kopf. Und er beobachtet die Leute die ganze Zeit. Er urteilt über die Leute und dann findet er, dass er vielleicht falsch geurteilt hat, er blendet die Meinung. Interessant ist, dass es so viele Stimmungsänderungen bei ihm gibt. Manchmal hasst er etwas, manchmal liebt er etwas, manchmal ist er mit einer Person zufrieden und dann nicht. Und vor allem in dieser Beziehung, diesen Beziehungen mit Mugo und Noah, wie sie sich entwickeln und wie das endet. Ja? Hm. Also noch etwas zum Stil oder habe ich alles gesagt? Ja, ja Simon. Ja. So, ich wollte nur sagen, also du hast von Präsenz gesprochen. Also ich glaube auch, das Buch Fänge im Mögen ist auch wahrscheinlich in Präsenz geschrieben. Mm. Mm. Ja, ich denke schon. Ich habe das neulich auch wieder gelesen, um den Vergleich aufzustellen. Und das war wirklich interessant, was die zwei Hauptfiguren miteinander zu tun haben. Der Fänge im Roggen endet in einer Anstalt unter psychiatrischer Behandlung. Bei Martin passiert das nicht. Nur nach München. Allen P. Vielleicht zu dem Punkt, also wenn man Martin als Einzelgänger beschreiben könnte, was würdet ihr denn sagen? Also am Ende des Buchs, er fährt Richtung München, ist er Einzelgänger, wird er Einzelgänger bleiben oder hat er plötzlich herausgefunden, dass er doch Kontakt zu Menschen gern hat? Wie wird es denn seine Zukunft aussehen? Er hat keine Pläne und er spricht ab und zu über seine Einsamkeit in München, trotz der Beziehung zu Noah. Und Noah bietet ihm an, seine schöne Wohnung in Schwabing zu übernehmen. Und das lehnt er ab. Er geht in seine Bude zurück. Und seine Bude ist ein Studentenbude, eigentlich sehr hässlich, aber das ist seine Bude und München ist sein München. Und ich denke, er wird Schriftsteller. Mugo hat ihm schon früher gesagt, vor ein paar Jahren, dass er eigentlich den Stoff zum Schriftsteller hat. Und ich denke, genau weil er alles beobachtet, wunderschöne Vergleichnisse übrigens, das könnte man auch sehr lange darüber sprechen. Er kennt die Leute, er interpretiert die Leute, also er kennt Noah durch und durch, wie er reagieren wird. Also er weiß sehr viel über Menschen. Er sagt sehr wenig, nur ganz am Ende kommt es zu einem Wortschwall. Und ich glaube, das ist Mugo gegenüber. Weil er endlich seine Stimme gefunden hat. Und ich glaube, er wird diese Stimme benutzen, um zu schreiben. Er sagt gar nichts, dass er sein Studium aufnehmen wird. Eigentlich ist das sehr schön, wenn man einen Roman endet, in dem man
einen Roman schreiben wird, finde ich. Oder ist das vielleicht ein Klischee? Edith? Habe ich anders gesehen. Ich denke, dass, dass Martin Anfänger ist. Er muss sich selbst in München finden. Ja. Er ist immer so unsicher. Er hat schon 2 Jahre in München gelebt. Ja, ja. Ja, aber im Schatten des Noahs. Ja. Das ist richtig. Ja. Aber jetzt ist er selbstständig. Er fährt ohne Noah zurück und er hat sich von Mugo verabschiedet. Mugo hat sich noch anders herausgestellt, als der Martin über sie gedacht hatte. Das fand ich sehr schön. Das war, ich glaube, in dem vorletzten Kapitel. Mugo bittet ihn, sie beim Namen zu nennen. Ja. Und er sagt endlich Maria. Sie ist nicht mehr Mugo. Sie braucht nicht mehr angehimmelt zu werden. Mhm. Ein typisches Mädchen, ein bockiger Teenager sozusagen, die auch wegkommen will. Sie will auch ihre Träume realisieren. Mhm. Ja. Aber das wird jetzt nicht geschehen, oder nicht? Wir warten auf die sie hat kein Geld und ich glaube, dass sie nicht Weg reisen will. Sie, beide Noah und wie heißt es, Mogul, wir wollen in ihrem Stadt bleiben, glaube ich. Das habe ich den Eindruck bekommen. Mogul kann nicht weg im Moment. Sie hat Schulden, sie wohnt bei der Mutter und so weiter. Vorbestraft, ja. Das war interessant. Wien und Klauen, ja. Also unheimlich lustig. Ja. Und was wird der Noah machen? Zu Hause bleiben. Einfach zu Hause bleiben und nicht mehr arbeiten. Wie sind die Familienverhältnisse bei Noah, die Eltern? Ja, das ist interessant. Ich weiß nicht. Nicht sehr gut. Kann man... Doch, im Gegenteil. Naja. Zwischen Mann, Vater und Mutter. Mutter unglücklich. Ich weiß nicht warum, aber ja. Das wurde klar während des Festes, oder nicht? Aber ja. Das ist nicht erklärt worden. Das war sehr interessant. Die Mutter ist zusammengebrochen und der Martin hat beobachtet, wie sie oft sehr heimlich telefoniert und dass es eine salzige Schicht auf dem Hand gibt. Also sie weint offensichtlich. Vielleicht hat sie einen geheimen Liebhaber. Aber man sagt nichts davon. Man möchte die Ohren steif halten. Kennt ihr das? Die Ohren steif halten. Stiff upper lip, ja, die Ohren steif halten. Aber am Ende akzeptiert Noah seine Eltern. Er will nur seine Ruhe haben. Aber die Eltern sind sehr, wie heißt das jetzt? Gott, das Wort fehlt mir. Sie sind wie pushy parents, ja. Sie wollen, dass ihre Kinder erfolgreich sind. Die Tochter ist Anwältin, zwei Kinder und so weiter. Sie erwarten etwas von ihm. Also er kann sich nicht mit 21 zur Ruhe setzen. Er hat diesen Film gemacht. So ja. Er ist Filmstar. Ja. Ja. Aber er hat keine Zukunft in der Filmindustrie. Wahrscheinlich nicht. Nein, Philippa? Ich wollte nur sagen, vielleicht... ist es wichtig für Noah, noch einmal anzufangen. Die Eltern lieben ihn. Die haben eine komische Art, das auszudrücken, aber sie lieben ihn. Und er liebt auch die Familie und die Großeltern und er hilft dem Opa und so weiter. Und vielleicht denkt er, okay, ich habe ein
einem falschen Anfang gemacht. So, jetzt muss ich noch einmal von hier anfangen. Ja. Ja, aber er ist auch ein bisschen zufrieden. Am Ende sind alle vielleicht zufrieden. Besonders Martin. Ja, und das soll nicht Schlimmes sein. Also das, was Mugel verpasst hat, das war diese Selbstgefälligkeit im Dorf, dass Menschen, die meisten anderen Menschen so reich waren, hatten ihre Carports und so weiter. Aber sie brauchten das nicht auszudrücken, was sie eigentlich im Inneren fühlen. Es gibt kleine Gesten, wie zum Beispiel eine Hand auf den Arm. Und wie die Mutter, ich glaube, das kommt am Ende des Buchs, wie die Mutter dem Martin zwei kleine Tomaten bringt. Das sind Zeichen von Liebe und Trost. Und am Ende des Buches, in den letzten Kapiteln, spricht Martin auch sehr oft über die Wärme zu Hause. Habt ihr das bemerkt? Ja. Und er beschreibt die Eltern. Martin beschreibt die Eltern oft und mit Liebe. Er versteht vielleicht nicht, warum sie sind, so wie sie sind, aber er versteht, was sie sind und was sie machen. Und er hat Angst. Er hat Angst, sehr früh im Buch, dass seine Mutter ihre Haare scheinen lassen werden und deshalb älter wird. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also, wie schon gesagt, Martin hat Angst vor allem. Ja. An einer Stelle sagt er, ich habe nur Angst vor zwei Sachen, Röntgenstrahlen und Schimmer. Ja. Aber eigentlich hat er Angst vor alles. Ja, oder vor allem. Alan P. Die Stadt, ist das eigentlich interessant für die Schriftstellerin oder ist das einfach ein Hintergrund für die Ereignisse? Will sie eigentlich eine Kritik an einer Kleinstadtmentalität ausdrücken? Gute Frage. Zum Teil, aber es ist eine Kritik mit Liebe. Es gibt viel Verständnis da am Ende des Buchs. Okay, wir haben vom Stil gesprochen. Was wir nicht besprochen haben, ist, was ist passiert? Und das war eine Frage von Sue eigentlich. Sue hat vor ein paar Wochen gesagt, es passiert nichts in diesem Buch. Aber wir haben schon eine Stunde lang geredet über das, was passiert ist. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, brauchen wir das zusammen zu fassen? Wir haben über München, den Speer, die Reise nach Hause gesprochen. Und dann die Grillparty gesprochen, den Zusammenbruch der Mutter. Also dass Martin in Noah in der Grube trinken will, ist noch etwas anderes geschehen? Das ist schon dramatisch genug, oder nicht? Ja? Martin hat die Tankstelle zweimal wenigstens besucht, oder mehr? Ja, dreimal. Hat dieses lange Gespräch mit Mugel gehabt, worin ihm klar geworden ist, dass sie ist nicht, wie er dachte. Ja. Und sie selbst hat viele, viele Probleme. Alan? Pat zuerst vielleicht. Oh, Entschuldigung, Pat, das habe ich nicht gesehen. Ja, also ich habe gemeint, dass alles so gut beschrieben wurde im Buch, dass ich es mir gut vorstellen könnte, dass der Roman doch zu einem Film werden könnte. Also eine bestimmte Art schon von einem Film. Aber ich meine, ob vieles passiert, weiß ich nicht. Aber dass man dadurch dann zeigt, die Gefühle der Leute, die Gedanken der Charaktere, der Personen. Es findet doch viel statt. So vielleicht doch im Innern der Charaktere. Ja. Alan, bitte.
Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber ich frage mich, wie kann man diese innere Stimme weitergeben? Mhm. Man braucht irgendwie einen Kommentar. Das, mhm. Aber das passiert also, bei den meisten Filmen, dass viele interessante Informationen fehlen, weil man eben keinen Text dazu hat. Okay, ja. Alan, du wolltest... Mit guten Schauspielern vielleicht, aber ich glaube schon, dass man da gut interpretieren könnte. Und das, als sie dann zum See gegangen sind und Martin so den Noah dann ertrinken wollte, gab es auch dieses große Gewitter dabei. Und es war sehr, sehr spannend, habe ich gefunden. So ein großes Ereignis eigentlich im Roman. Mhm. Und das wäre gut, vielleicht in einem Film zu repräsentieren. Mhm. Ja. Simon? Also trotz alles, das passiert ist, ist es doch ein Buch von Ideen, Verständnis der Welt und auch von Verhältnissen, denke ich. Also was passiert ist wirklich also nicht sehr wichtig, denke ich. Ja, die Entwicklung ist im Kopf. Ja. Es ist mehr um also Verständnis der Welt, denke ich. Also die Ereignisse in dem Buch sind nur etwas, woran man diese Entwicklung anhängen kann, irgendwie. Es ist eine Entwicklung sozusagen, von Ideen. Es ist ein Umbruchsroman, ist das nicht richtig? Du sagst Umbruchsroman? Umbruchsroman, ja. Also ich hätte gesagt Entwicklungsroman. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das zustimmen würdet. Ein großer Umbruch in Martins Leben, wenn ich es. Ja. Ihm ist klar geworden, dass er diese zwei Freunde nicht länger haben will. Das ist eine Veränderung für ihn. Ja, die Krise und dann die Lösung. Ja, aber ich finde schon, dass es ein Stück weit Erwachsenwerden ist. Also zuerst stellt er beide, Mugo und Noah, auf ein Podest und er läuft ihnen immer nach und zum Schluss merkt er, also Mugo ist anders, sie hat sich auch weiterentwickelt und obwohl er diese Erinnerung von Mugo auf dem Podest hat, er wird mehr er selber. Ich finde, es ist Erwachsenwerden. Also Judy, hast du eine letzte Frage vielleicht für uns? Ich weiß nicht, aber ich denke, noch jemand hat sich gemeldet und ich vergesse, wer gewinkt hat. aber wir haben bestimmt nicht genug Zeit, Philippa, oder? Ja. Wie viel Zeit haben wir noch, Philippa? Oh, eine Minute. Eine Minute. Gut, okay. Das war die letzte Frage vielleicht. Es gibt keine letzte Frage, es gibt immer neue Fragen. Welche Bedeutung hat der Titel? Schöner als überall. Ich weiß gar nicht. Der Titel wird einmal in dem Buch benutzt, glaube ich. Und zwar dieses alte Gebäude zwischen den Gleisen und weit von dem Bahnhof. Die Mogo, die diesen Ort als schöner als überall bezeichnet. Aber was damit gemeint ist, ist eine Frage. Mittelrheinbahn. Das war das Bahnwärterhäuschen neben dem Bahnhof. So, sehr unromantisch. Ich dachte zuerst, das bedeutet, dass zu Hause doch am schönsten ist. Aber ich denke nachher, ist das vielleicht ironisch, weil andere Orte auch ganz schön sind. Und ich glaube, der Martin sagt zum Schluss, es gibt irgendwo, wo es besser ist. Also könnte doch schöner als überall werden. Also ich bin nicht sicher. Ja. Ich glaube, es lohnt sich, das Buch noch einmal zu lesen. Ich finde, ich habe das dreimal gelesen, muss ich zugeben. Und jedes Mal finde ich mehr in dem Buch.
über Leitmotive, wie Wörter raufkommen. Wir haben von Pixeln und Puzzleteilen gesprochen, ja. Wut und so weiter. Scherben waren mir auch ein Begriff, der sehr oft vorkommt. Oder sehr oft. Scherben. Shards. Ja. Also, wisst ihr, warum oder wo? Oh. Scherben. Oh. Oh, Noah sammelt die Scherben. Ja, ja, ja. Das der Oma fallen gelassen hat. Der Opa. Ja. Ja. Aber vorher auf der Grillparty ist etwas auf der Terrasse umgefallen und da gab es Scherben auf der Terrasse. Ich glaube, als die Mutter zusammengebrochen ist, hat Martin etwas von den Scherben in ihren Augen gesagt. Also, eben zersplitten, dass alles auseinandergeht. Also, ja, also ihr seht, ich könnte stundenlang darüber sprechen. Ich frage mich, ist in diesem Roman der Stoff zu einem D-Phil? Ja, oder vielleicht warten wir auf den zweiten Roman von Christine. Ja? Glaubt ihr, das würde sich lohnen? Ja, vielleicht. Ja? Es wäre vielleicht ein gutes Buch für Studenten, die Deutsch als Abiturfach haben. Sprachlich machbar, denke ich, von der Länge her auch, würde sich sehr gut dafür eignen. Mhm. Über Jugendprobleme vielleicht, Alan, denn es gibt kein anderes Thema, also nichts von Umwelt, nichts von Politik, nichts von gesellschaftliche Zustände oder wenig? Oder was denkst du? Also man könnte schon Gesellschaftskritik darin. Also, eine gute letzte Frage, ja? Okay, und war das alles dann, Philippa? Müssen wir uns jetzt verabschieden? Ja. Ich glaube, ja. Ja. Also vielen, vielen Dank für die Teilnahme an alle und ja, ich freue mich, euch wiederzusehen. Hoffentlich in der nähen Zukunft. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Judy. Ja, du bist noch da. Ja, danke, ich bin Judy. Da. Danke, Judy. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss.